Im heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir wieder Pets Neon. Heute ist der neue Marienkäfer dran und ein weiteres Überraschungspet. Falls ihr den Marienkäfer gewinnen wollt, checkt unbedingt mein Video aus, in dem ich 2 Lavenderpots verlose. Und vergesst natürlich auch nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Was ist denn mit Mia und Lia? Aber das sieht voll süß aus. Sie sind Geschwister, die haben sich gern. Und unzertrennlich. Okay, bist du bereit, bevor es wieder dunkel wird? Ja, warte. Ja. Ich habe nur dieses Newborn in der Fresse, Alter. Ich könnte vielleicht ein Stückchen. Jetzt. Aber jetzt sind wir zu Toll, weit weg. Danke. Ja, ja, alles gut. Ich gehe nach hier hin für die Anmotze. Ich gehe in das Haus. Bis dann, Lilo. Servus. Okay. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me mit der Lilo. Hallo. Ja, es ist fast, also es ist, also ja, ne? Aber was heißt denn fast? Ja, also, hallo. Also, ja, toll. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe so richtig freundlich Hallo gesagt, das war nicht drauf. Inklusive Sprachstörung quasi. Ich habe einen neuen, also ich habe vielleicht mich also ein bisschen umgezogen, Leute. Guckt mal, ich habe jetzt ein Sommeroutfit. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich habe schon ein paar Kommentare gelesen, dass ich hässlich aussehe. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Aber darum geht's heute nicht. Wir machen heute Mia Neon. Nice. Was sagst du dazu, Lilo? Ich freue mich voll. Ich möchte wissen, wie sie aussieht. Ich möchte auch unbedingt wissen und dieses Mal habe ich keinen Spoiler abbekommen, Leute. Keinen einzigen Spoiler. Ich weiß nicht, wie sie aussehen wird. Ich bin so gespannt. Nochmal vielen, vielen Dank, Lilo, dass du geholfen hast. Denn die Lilo hat nämlich geholfen, die Mia und auch meine kleine Biene, die wir jetzt auch gleich noch Neon machen werden, auszuleveln, dass wir die beiden Neon machen können und dass das Video schnell kommt, dass ihr schnell seht, wie der kleine Marienkäfer Neon aussieht. Los geht's, Lilo. Wie? Komm, Mia, komm, Lia. Mia und Lia gehen unter die Brücke und... Das musst du noch ein bisschen vervollständigen, da fehlt was. Ja, okay, okay, gehen es war... Unter die Brücke. Mhm. Und, nee, ich... nee, lass... Nee. Nee, schade. Nee. Ist einfach... Das ist nicht mehr gerettet. Es ist, mehr. Ist einfach schade. Die Sandy ist auch schon ganz, ganz enttäuscht. Guckt euch das an. Guckt euch dieses Gesicht an. Sie ist extrem enttäuscht. Oh, warte. Wir machen Familie. Warte, Lilo. Wir sind eine Familie, bitte. Möchtest du mir meine... Okay. Ja, sie möchte meine Familie ganz freiwillig. Warte. Yep. Warte. Auf dem PC ist das so kompliziert. Warte, bleib mal stehen. Ich passiert ja nichts. Sehr gut. Das hast du super gemacht. Wir stampfen sie in den Boden. Hallo? Okay. Hallo? Komm schon, bist du schon kleiner? Nein. Bisschen? Nein. Bisschen? Vielleicht bist du ein bisschen klein. Aua, ach Mann. Warum soll ich denn kleiner werden? Ja, wenn ich dich in den Boden stampfe. Und was hast du davon, wenn du mich in den Boden stampfst? Einfach mal ein bisschen ausprobier, weißt du? Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Okay, klar. Ja. Sicher. Ja, mach hin. Hm? Ja, ja, na krass. Oh, guck mal, da ist ja. Lia. Ich hab noch eine. Guckt mal. Sie hat schon wieder mein Tier geklaut. Ja, ich habe jetzt 2. Nur die Lia ist halt nicht austrainiert, weil nur Mia austrainiert ist, weil Mia ist krass. Ja, bei Mia läuft. Bei Lia halt noch und Lia so... Ja, ne? Also... Jetzt ärger sie nicht. Gib sie mir lieber zurück. Ja, guck mal, nimm sie mal. Sie möchte schlafen im Arm. Guckst du? Nimm sie mal. Ja. Ja, bei mir darf ich schlafen. Okay, das ist super. Mia, bist du bereit, Neon zu werden? Ja! Okay, Mia freut sich. Ich glaube, das erste Pet, das sich freut, Lilo, oder? So das allererste? Gefühlt ja. Alle anderen wollen immer nicht. Und Mia denkt sich, YOLO! Neon. YOLO, ich bin besonders, Alter. Ich sehe richtig krass aus gleich. Oder ist jetzt Mia 4? Oh, jetzt, also zählen kann ich wieder super. Aber die hatte mir die Lilo gerade noch rübergetradet. Deswegen, jetzt habe ich Mia 3. 1, 4, 3 und jetzt fehlt 2. Mia 2. Mia 2, go, go, go. Mia, wobei, weißt du was, Lilo? Was denn? Wollen wir nicht die Biene zuerst machen? Also eventuell wollte ich es eben gesagt haben, aber eigentlich ja. Eigentlich müssen wir Mia zum Schluss machen. Und alle Zuschauer jetzt so, du
Ja, aber eigentlich müssen wir ja immer das Tier, wo wir uns am meisten drauf freuen, kommt zum Schluss. Man muss Regeln einhalten. Ja, das stimmt, weil ich, also Mia, du musst noch ein bisschen warten, weil ich dachte mir jetzt so, der Hype ist so krass groß gewesen, dass ich jetzt einfach so krass gehypt habe, sie sofort Neon zu machen, aber eigentlich macht man erst, ne, man arbeitet sich eigentlich erst nach oben. Willi, bist du bereit, Neon zu werden? Willi will's wissen. Okay, also Willi will's wissen. Okay, ich verstehe. Willi will wissen, wie er in Neon aussieht, weil... Genau. Also das Ding ist, Lilo und ich haben uns letztlich so unterhalten. Wir haben beide schon mal Neonbienen auf einem Server gesehen. Wir können aber beide uns nicht mehr erinnern, wie die aussehen. Also ich bin jetzt mega krass... 20 Bucks! Ich bin jetzt mega gespannt, wie Willi aussehen wird, ehrlich gesagt. Also richtig, richtig krass gespannt. Lilo, was glaubst du, was alles Neon wird? Ich glaube, also ich meine... Die Streifen? Werden nicht die Streifen Neon? Alle? Ja, wenn dann alle. Also würde nicht nur ein Streifen Neon. Hä, aber alle? Ja. Du meinst gelb und braun? Alles? Nein. Ich würde jetzt sagen die dunklen, also die nicht gelben. Aber ich kann mich halt nicht erinnern, weil Gedächtnis ist nicht am Start. Also du sagst die dunklen? Ja, aber das wird Sinn machen, dass alles dunkle... Aber was ist das dann für eine Farbe? Alter, ich bin maximal lost. Ich habe ja schon mal eine Biene gesehen, ich kann mich noch nicht mehr erinnern. Aber du glaubst, alles Braune ist Neon und das ist dann was für eine Farbe? Braun, oder was? Nee, nicht braun, irgendwas Helleres. Ach, ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Okay, also wir sind maximal lost. Ich bin gespannt, ob ihr auch so lost seid. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wisst ihr, wie die Neonbienen aussehen, bevor wir jetzt Willi Neon machen? Dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn ich finde es immer mega spannend, wer schon mal die ganzen Neon-Pets gesehen hat. Willi, komme in den Ring, um Neon zu werden. Ich glaube, Willi pennt, Alter. Ach, Willi, aufstehen, hallo. Willi? Willi! Okay, er ist wach. Alles gut. Willi, go, Willi! Willi? Willi ist einfach immer zu spät. Auch beim Ausleveln war er immer zu spät dran. Willi, wo bist du? Komm hier. Oha. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Neon-Bee gesehen. Ohne Scheiß. Ja. Hey, hallo, Willi. Aber guck mal. Wow. Aber grün? Ich wäre aus grün nicht gekommen. Aber das sieht ja mega cool aus. Das ist so hell alles. Real Talk? Ich glaube, ich habe noch nie eine Biene gesehen. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, aber... Hä? Er ist mega... Willi, du bist mega schick. Willi, du bist der krasseste. Njo! Ja, also Willi, du bist der Kracher. Wie er mit seinen Äuglein schlägt. Das ist so ein bisschen creepy, dass Lia nicht mit den Äuglein schlägt, ne? Während Willi hier die ganze Zeit hier mit Augenschlag hier... Weißt du das hier? Willi ist noch nicht ganz wach, glaube ich. So sieht das aus. Wir sind verschlafen, guckt er da rein, meinst du? Willi so, hallo, ich habe gerade noch gepennt und jetzt bin ich Neon. Ist das ein Dream? Oh, Willi. Ach Gott, guck mal, wie süß er ist. Wow. Ey, stell dir mal vor, eine Mega-Neon-Bee, Alter. Das sieht bestimmt richtig cool aus. Lia und Willi pennen weiter, die Faulen. Und wir holen jetzt Mia. Mia, kommst du bitte? Mia? Warte, wo ist denn Mia? Mia 1. Wo ist denn Mia? Ist ein bisschen anstrengend immer, die Zahlen, ne? Also, die sind alle bei mir so ein bisschen random. So, Mia, jetzt geht's aber los, Mia. Jetzt freust du dich, ne? Okay, die Mia ist die Einzige, die sich jemals gefreut hat, dass sie Neon wird. Das ist doch mega. Sie ist... Und die Arme. Musst du jetzt extra nochmal warten, weil wir verdeckt haben. So, oh mein Gott, wir wollten doch eigentlich erst die andere Neon machen. So, jetzt haben wir 3 Mias. Jetzt kommt die letzte Mia. Mia! Ich bin so gespannt, wie du in Neon aussiehst. Lilo, was glaubst du, wie Mia in Neon aussieht? Du hast immer recht. Ich vermute, dass die Punkte in der Neonfarbe werden. Ich weiß nicht, in welcher, aber ich glaube auch was Helles. Vielleicht so blau oder so. Also und die Punkte, die Fühler und die Füßchen. Ich wollte gerade sagen, und die Füßchen hattest du auch gesagt, ne? Dass die Neon werden. Ich hatte gehofft, dass das komplette Rot-Neon wird, weil ich finde irgendwie Rot-Neon mega cool. Und ich hatte mir noch gewünscht, die Füßchen noch mit und die Fühler. Das würde ich mega feiern. Aber ich weiß halt nicht, ob das in Rot halt gut aussehen würde. Ach, wahrscheinlich bin ich eh wieder falsch gewickelt. Ist egal. Wir kriegen das hin. Mia? Los geht's. Oh mein Gott. Also die Mia, die war richtig schnell dran jetzt. Die konnte es gar
nicht erwarten, die kleine Maus. Wo? Oh mein Gott! Als ob sie recht hat, das ist nicht dein Ernst. Hatte recht. Das ist nicht dein Ernst. Du hattest wirklich recht. Vor allem auch noch mit der Farbe. What? Boah, Leute, schreibt immer in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Die Lilo, und übrigens, Lilo hat ne auch keinen Spoiler abbekommen oder so. Die Lilo hatte alles vorhergesagt. Ja. Aber sie sieht voll cool aus. Guck mal. Wow. Sie ist mega. Oh mein Gott, sie ist der Popo. Papa. Mia, warte, du kriegst deinen Namen. So. Da bist du. Oh, du kleines, süßes, putziges Mäuschen. Oh mein Gott, sie ist mega krass. Die Frage ist jetzt nur, wer ist cooler? Mia oder Willi? Schwierig. Ganz schwierig. Ich finde es auch mega schwierig, denn ich finde beide einfach nur unfassbar cool, oder? Ja, sind auch beide halt einfach so unterschiedlich, dass ich finde, man kann das nicht so richtig vergleichen. Ja, also, aber ich weiß nicht. Beide mega, mega schön. Beides Robux-Pets, Leute. Beide kosten 200 Robux. Und beide sind quasi die normale Variante. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefallen die mega, mega gut. Nicht, dass ich weiß, wie die anderen in Neon aussehen. Also sowohl von den Bienen als auch von den Marienkäfern. Aber, boah, also mir ist der absolute Oberknaller, oder? Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht. Ich finde sie richtig toll. Oh mein Gott, Leute. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wer euch besser gefällt. Mia oder Willi. Heute, Leute, gibt es nur zwei Pets, da wir ja eben unsere kleine süße Marienkäfer ganz, ganz, ganz schnell Neon machen wollten. Nächste Woche gibt es, beziehungsweise wahrscheinlich schon diesen Sonntag, Leute, wir gucken mal, gibt es dann das Mega-Neon-Video, weil wir haben ja dieses Video einfach jetzt mal schnell reingepackt, dass wir schnell sehen, wie unser süßer Marienkäfer Neon aussieht. Wenn ich irgendwann mal eine goldene und dann eine Diamantene zusammenbekomme und da vier davon bekomme, werde ich die natürlich auch Neon machen, aber mein Problem ist, Leute, die habe ich im Moment noch nicht vier Stück. Von daher kann ich die im Moment noch nicht Neon machen. Dann danke ich euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lilo, vielen Dank fürs Mitmachen. Und vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.